Die nachfolgende Scheiße ist Satire. Hallo und einen wunderschlechten Abend. Hier ist das Kack-Journal mit einer Fake-Sondersendung. Und hier ist ihre geil aussehende Gastgeberin. Eine Tussi, die nicht mal die Sonderschule abgeschlossen hat. Hier ist Hertha Göttlinde von Cotswolds. Einen absolut beschissenen Abend wünsche ich Ihnen. Ich lüge mit meinen Nachrichten. Und ich stehe nur um. Schalte zu Mats. Ich will dem Typ eine reinhauen. Na dann, während die dem eine reinhaut, kommen wir zu Putins Geburtstagsfeier heute. Herzlichen Glückwunsch, alles Arsch! Verrecke doch bald, du dumme Sau! Sterbe doch endlich, wir hassen dich! Die Leichen aller mitsingenden Idioten aus Putins Partei wurden tot aufgefunden und deren Häuser weggefickt. Der Typ hat ja mal eine richtige Abrissparty gefeiert. Und hier sehen Sie Bilder vom Gelände nach Putins Party. In diesem Zimmer soll er die beiden Weiber da geknallt haben. Geknallt hat es dann aber wirklich. Ich muss das jetzt mal loswerden. Ich bin tief traurig und extrem angepisst, dass ich nicht auf diese Party eingeladen worden bin. Aber egal, denn auch Milliarden, Trillionen Ukrainer wurden nicht eingeladen und versuchen daher gerade alle Putin zu besuchen. Sie wollen ihm zum Geburtstag alles Schlechte wünschen. Wie man auf der Karte sieht, wenn man Augen hat, haben die Ukrainer einen langen Weg vor sich und kommen eh nicht mehr pünktlich an. Putin hat sich ja schon lange wieder in seinen Bunker eingekerkert und weint in sein Kopfkissen. Meine Damen und Herren, hier ist das Geburtstagskind! Unser großer Führer mit dem kleinen Pümmel! Halt die Fresse! Salutieren Sie! Hier ist er! Wladimir! Hitler! Putin! Hurenkind im Anmarsch! Da ich heute Geburtstag haben tu und meine Mami im Himmel zusehen tut, möchte ich bitte, dass ihr mal alle still sein tut. Du dumme Sau! Bitte Ruhe! Hässliche Botox-Fresse! Ich kann's gleich! Vielen Dank, dass ihr alle die Klappe halten tut. Ich muss was loswerden. Lieber Hans-Dieter, ich muss dir sagen tun, du bist mein bester Freund. Du siehst zwar aus wie ein Pudel, mit dem Stock im Arsch statt in der Schnauze, aber ehrlich gesagt wäre mein Russland ohne dich nur halb so dufte. Die Welt würde deinen Tod feiern. Ihr anderen Spinner da, ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken. Jetzt geht euch am Buffet voll fressen, auskotzen, besaufen. Dieser Schwanzlutscher. Und macht einfach Party auf meine Kosten. Wie immer. Auch auf den Straßen von Moskau feierten die dummen Russen Putins Ehrentag. Ich habe Wladimir Putin einen Kuchen gebacken. Vergiftet? Mit Rizinusöl, damit er richtig scheißen muss. Es gab sogar eine richtige Fanmeile. Mit Live-Musik in Russisch, die sich für uns deutsche Scheiße anhört und sich auch Scheißtexte hat. Putin erbarmte sich und sprach auch zum niederen Volk. Ihr seid alle dumme Sklaven. Freibier gibt's für euch auch keins. Und Wodka erstecht keinen. Ich liebe euch so sehr, wie ich euch hasse. Die Tussi, die mir einen ekelhaften Kuchen gebacken hat, die soll den Scheiß doch selber fressen. Und außerdem finde ich das kacke, dass ich hier stehen muss. Leute, ich bin krebskrank und bald im Sarg. Ich will lieber heute nochmal auf die Kacke hauen. Ihr Sklaven kotzt mich nur an. Was für eine mega geile Party, die ich verpasst habe. Da ich damit nicht klarkomme, spreche ich jetzt mit meinen beiden Therapeuten. Linker Typ, du bist ja in Moskau. War die Party echt so krass, dass Putin die halbe Stadt abgerissen hat? Davon gehe ich aus, ja. Ich habe mitgefeiert und sage dir, egal wie dichtig war, Putin war dicht. Wir wissen auch, dass Putin diese Nacht in eine Polizeikontrolle kam. Der Polizist fragte ihn wohl, ob er noch Rester Kohl haben würde. Er sagte... Nein, alles ausgetrunken. Außerdem sagte der Polizist ihm wohl ganz deutlich, in ihrem Zustand heißt die Devise. Hände weg vom Steuer. Aber der besoffene Putin antwortete frech. Was? Wenn ich blau bin, soll ich auch noch feindlich fahren. Es gibt also in ganz Russland keinen Alkohol mehr. Schon traurig, weil ich mich frage, womit die Mütter jetzt ihre Kinder stillen wollen. Wodka ist ja aus. Und falls es dir oder den Zuschauern oder irgendwem mal auffällt, ich laber die ganze Zeit nur Scheiße. Das stimmt, und darum rede ich jetzt auch mit dem rechten Typ, damit er mich therapieren kann. Ich stehe hier in der Ukraine, mein Kind. Ich sag dir jetzt mal, wie man in der Ukraine dafür sorgt, dass man auf eine geile Party gehen kann. Du musst dich einfach in einen Pack stellen und dein Röckchen hochziehen. Egal wo auf der Welt, es kommen sofort 1000 notgeile Russen angerannt, die garantiert mit dir Party machen werden. Herzlichen Dank, ich fühle mich jetzt therapiert. Wir haben natürlich alles dafür unternommen, ein Interview mit dem Partyhengst zu bekommen. Am Tag nach der Feier war unser lieber Herr Putin aber gar nicht mehr so happy drauf. Vielleicht lag es an zu viel Alkohol. Alkohol macht ja bekanntlich dumm und gleichgültig. Das kapiere ich nicht und ist mir auch egal. Gestern war Putin übrigens noch beim Arzt. Der meinte wohl,
Er kann keine Ursache für Putins schlechten Zustand finden, aber vielleicht läge es am Alkohol. Putin sagte, er geht dann wieder zum Arzt, wenn der Arzt nüchtern ist. Und jetzt schauen wir mal kurz ins Interview rein, das mein Kollege mit ihm führte. Lieber Wladimir, wenn es dir schlecht geht, geht's mir schlechter. Ist wie bei deinem Russland. Nun sag mir doch mal bitte, warum hast du da gestern alle erschossen, die dir ein Geburtstagslied gesungen haben? Warum? Was bist du eigentlich für ein bösartiger, saufender Hund? Hund? Wieso hast du halb Moskau abgerissen? Halb mich keiner mehr. Einfach nur Hiepat. Alle machen Witze über meine Botox-Hackfresse. Das tut mir weh. Und darum sauf ich zu viel. Ich nehme Drogen. Ich schlachte Menschen ab. Ich will mit Atombomben alles kaputt machen. Ich bin immer böse, weil ich immer traurig bin. Immer traurig sind auch Trillionen, Milliarden, Millionen, Tausende, Quadrumilliarden Ukrainer. Die kämpfen gerade und hatten einen Vorstoß in den Arsch von Russland. Das ist eine Karte von so einem Stückchen der Ukraine. Dort killt Putin gerade mal wieder Menschen, weil ihn halt keiner lieb hat. Irgendwo war so ein Vorstoß, aber mir ist das jetzt eigentlich geradezu schwer zu erklären. Ich zeig Ihnen jetzt lieber ein Video. Es ist ein glücklicher ukrainischer Soldat. Nach Aufnahme vom Video wurde er vom Russen gekillt. Ich bin gleich tot. Und hier fahren Ukrainer durch Hänsel und Gretels Märchenwald. Hallo. Überall sieht man lustige Panzer und schön gepflegte Massengräber. Vielleicht war es ja nur der böse Wolf? Tja, wie Russland nach Putins Feier, ist nun auch die ganze Ukraine abgerissen. Fehlt nur noch der Rest Europas, aber das kommt ja noch. Unsere investigativen Reporter haben alte Familienaufnahmen gefunden. Die sind echt krasse Scheiße und auf denen sieht man, warum Wladimir Putin heute so ein armes Häufchen Scheiße ist. Aber auch früher als Dreckskind war Putin schon ein geisteskrankes kleines Arschloch. Und seine Mutti, die hat er wohl immer gehasst. Und sie ihn. Und darum war er niemals fähig, irgendwen oder was zu lieben. Was Sie hier hören, ist Putin als Kind. Er hat wieder einen Massenmörderanfall. Darunter versteht man das Verlangen, alles und jeden auszulöschen. Der Mann, der versucht, ihn vom Morden abzuhalten, ist ein Polizist. Dieser wurde zur Hilfe gerufen, nachdem folgende Szene mit seiner Mutter passiert ist. Eigentlich wollte ich dich abtreiben! Hättest du machen sollen. Ich hasse dich! Und ich dich! Ich schlitz dich weg, du Natter, und später zerstöre ich die ganze Erde!